Also ich bin jedes Mal da, ne? Bei mir, da kannst du machen, was du willst. Ich kann haben, was ich will. Ich hau überall ab. Ich muss zum HSV hin. Fußball bringt Stimmung ins Leben. Fußball ist eben meine größte Abwechslung. Ne? Spiel selber und dann noch Stimmung und so. Kann man sich gut abreagieren. Wenn das hier auch manchmal eine kleine Schlägerei gibt, ne? Aber da ist ja nicht viel, ne? Und boah, was ist von dir das Höchste? 100 Verletzte war das Höchste, was ich gehört habe, ungefähr. Ist doch nicht. Nee, also ich habe bis jetzt 2 Zähne habe ich verloren. Aber das kann ich noch gerade verkraften, denn ich habe die anderen noch. Was soll man machen Wochenende? Ich kann mir ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen. Und ja! Tor! Kalle, Tor! Ja, Tor! Ja, Tor! Das Ding hab ich Jeden Montag im Krug zum Grünen Kranze, Vereinsabend des HSV-Fanclubs Harburg. 32 Mitglieder, jedes dritte Mitglied ein Mädchen. Der Fußballclub, an dem sie hängen, der Hamburger Sportverein. Deutscher Pokalsieger 1976. Mehr als 100.000 junge Fußballenthusiasten sind in der Bundesrepublik in Fanclubs organisiert. Allein in der Bundesligastadt Frankfurt gibt es zum Beispiel 48 solcher Vereine. Von den Sozialwissenschaften noch unbemerkt hat sich um den Bundesliga-Fußball eine neue Jugendbewegung etabliert, die von Saison zu Saison wächst. Für die Mitglieder des Fanclubs aus Hamburg-Harburg, hier am Samstagnachmittag auf dem Marsch zum Spiel ihres HSV, ist Fußball mehr als die herrlichste Nebensache der Welt. Fußball beherrscht ihr Leben auch vor und nach dem 90-Minuten-Match. Vom Fußball sind sie abhängig, wie von einer Droge. Für das Management des Hamburger Profivereins sind Fanclubs ein bedeutender ökonomischer Faktor. Die Sucht nach Fußball garantiert Dauerkundschaft. Fanclubs spielen natürlich eine große Rolle. Jedem, der etwas betreibt, muss es angenehm sein, wenn andere Menschen aus Initiative, sozusagen durch flankierende Maßnahmen, um das mal sehr betriebswirtschaftlich auszudrücken, mithelfen, dass eine Sache weiter im Mittelpunkt steht. Auf seinem Stammplatz im Hamburger Volksparkstadion, Westkurve, Block E, der Präsident des Fanclubs Harburg, Walter E., 21 Jahre alt. Als der HSV den Pokal gewinnt, arbeitslos. Auf ihrem Stammplatz in der Westkurve, Block E, die Vizepräsidentin, Petra G., 19 Jahre alt, Botin bei der Bundespost. Als der HSV den Pokal gewinnt, Verlobung mit einem HSV-Fan. Die Heimat der Fans, Harburg, ein Arbeitervorort im Süden Hamburgs mit 100.000 Einwohnern. Kommunales Freizeitangebot für die jungen Harburger, ganze 2 Jugendzentren. Was tun in Harburg? Die Suche nach Zerstreuung, Begeisterung und Kommunikation führt direkt zum HSV. Für mich bedeutet das, dass ich mal übers Wochenende auf den Sonnabend, wo ich sonst noch nicht weiß, was ich machen soll, mal zum HSV fahre, um ein Spiel zu sehen. Darüber mal mit meinen Kumpels drüber diskutieren. HSV!
Könntest du dir denn dein Leben und deinen Alltag ohne den HSV vorstellen? Nein. Also ich lebe praktisch mit dem HSV. Was bedeutet dieser Club für dich? Also für mich ist das fast alles. Ich habe nämlich sonst nichts. Außer, dass ich abends nur mal tanzen gehe. Aber das ist ja nun auch nicht so das Allerbeste, ne? Was würdest du denn machen, wenn es den Fanclub und Fußball nicht gäbe? Wäre das für dich nicht so schön? Das weiß ich nicht, was ich da machen will. Fußball eine Nebensache? Was ihnen der Alltag vorenthält an Erfolgserlebnissen, ohne die kein Mensch auskommt, finden die Fans in ihrem Club. Fühlt man sich da auch ein bisschen als Sieger, wenn die Mannschaft gewonnen hat? Also ich fühle mich, wenn ich das ehrlich sagen soll, mit als Sieger, wie die anderen darüber denken, das weiß ich nicht. Also ich freue mich für den HSV mit und lasse auch den Kopf hängen, wenn sie auch verloren haben. Also das ist bei mir so drin, das werde ich wohl auch nie loswerden. Du bist also mit dem ganzen Herzen dabei? Ich ja, beim Fußball ja. Fußball ist mein Ein und Alles. Die Identifikation mit dem Bundesliga-Club und seinen Stars ist total. Folgerichtig kopieren die Fans ihre Vorbilder. Wenn Walter, der Präsident, bei den Spielen seines Fanclubs zwischen den Pfosten steht, stellt er sich vor, er sei Rudi Cargos, der Nationaltorwart vom HSV. Ist denn Rudi Cargos für dich so eine Art Vorbild? Ja. Für mich, die meisten lachen darüber, aber es ist tatsächlich so. Also ich versuche es so zu machen, wie der Cargos, ne? Vor Spielen gegen andere norddeutsche Fanclubs gehen Walters Fußballer ins Trainingslager, wie die Berufsspieler vom HSV vor ihren Punktkämpfen. Und genau wie die Profis legen sich auch Walters Amateure vor wichtigen Begegnungen strenger Askese auf. Früh ins Bett, kein Nikotin, Alkohol, Tabu. Dann spielst du denn im Geiste nochmal so Spielszenen auch nach dem Spiel durch, wie das ja viele Zuschauer tun? Ja, wenn da gute Spielszenen bei sind, ja. Dann denke ich mir die nochmal durch und dann ärgere ich mich manchmal, wenn das auf dem Spielfeld nicht so geklappt hat. Warum? Ja, wenn jetzt also zum Beispiel Reimann versagt hat, versetzt ja, du dich dann in die Lage und sagst, du hättest den reingeschossen. Ja, so ist das. Das ist der HSV-Fan Michael G., 17 Jahre alt, Lehrling bei der Deutschen Bundesbahn. Zurzeit im Entladedienst auf dem Harburger Güterbahnhof. Dann nimmst du diese Fragbriefe jetzt. Ja. Und vor allen Dingen, das ist nämlich Umladegut vom Spediteur. Genau auf den Empfänger achten. Gewicht haben wir schon bereits eingetragen. Und die Gutnummer, damit es nicht verkehrt läuft. Das fahren wir nämlich hier aus und geht gleich im nächsten Waggon wieder rein. Und von da aus schicken wir es dementsprechend weiter. Ne? Michael G. ist das Beispiel für einen Fan, bei dem der Fußball nicht nur das Bewusstsein bestimmt, sondern bis ins Unterbewusstsein vorgedrungen ist. Bis in die Traumwelt. Ja, als ich nach Hause gekommen bin, langes Spiel, habe ich mich hingelegt ins Bett. Dann habe ich davon im Spiel geträumt und dann habe ich mich in die Rolle von Peter Hedien so versetzt. Ja, und habe ich genau alles so nachgespielt, wie er das da gespielt hat beim HSV. Du hast das ganze Spiel praktisch vor dir gesehen nochmal? Ja. Im Traum. War das ein Albtraum oder ein schöner Traum? Ein schöner Traum. Was findest du so gut an Hedien? Also, dass er bis zur letzten Minute kämpft, ne? Also immer am Mann bleibt. Aber zum Beispiel, wenn er die Mann hart nimmt, dann denke ich auch, das würde ich bestimmt auch machen.
Hat dein Vater eigentlich schon mal oder deine Mutter zu dir gesagt, kannst du nicht irgendwas Vernünftigeres machen, als ausgerechnet zum Fußball zu gehen? Ja, ich soll nur spielen, also gar nichts hingehen, weil die ja nicht für den HSV sind. Warum nicht? Mein Vater ist für Schalke. Der Topstar des HSV. Torwart Rudi Kargus, bei einer Umfrage unter Fans am häufigsten als Idol genannt. Samstag für Samstag die gleiche Zeremonie. Der Held grüßt seine Fans, die Westkurve grüßt zurück. Vor allem die Mädchen mögen Rudi Kargus. Es ist erklärte Geschäftspolitik des Profivereins, die Entertainer des Schaugeschäfts Fußball als Ersatzhelden für die verblassenden Stars der Kino- und Popszene zu vermarkten. Warum geht ihr zum Fußball? Ja, also erstens mal, weil wir uns für HSV interessieren und weil wir einige Fans haben, besonders Kargus und Karls. Ja, ja. Und warum habt ihr gerade die? Ja, weil die am besten sind. Kargus und Karls sehen am besten aus. Wir müssen bloß mal Kargus bestellen, dass ich mal anschauen, die Haarschäden wachsen soll. Das sieht ja unmöglich aus. Das sieht ja unmöglich aus. Ja, müssen wir schreiben. Ja, hab ich ja, aber der gibt ja keine Antwort, der Junge. Ja, was hast du denn geraten? Ja, also, gerade habe ich noch gar nichts. Ich schreibe immer so, dass ich mich mal gerne mit ihm treffen würde, ja, zum Training kommen würde, aber er gibt mir keine Antwort. Leider. Der schönste Augenblick im Leben dieser 14-Jährigen. Begegnung mit Rudi Kargus. Guten Tag. Guten Tag. Und zwar, wollen wir ihm mal ein paar Fragen stellen? Ja. Und zwar, wo geben Sie nachher Ihre Autogramme um 18.15 Uhr? Ja, ich habe nachher eine Autogrammstunde. Ja, wo ist denn das? Das ist in der Innenstadt im Hotel Kronprinz. Wie kommt man da hin? Das ist also ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ist gut. Ja. Da kann jeder rein, ne? Ja. Das finde ich toll. Ja. Ihr könnt auch kommen. Und können wir nachher ein Autogramm von Ihnen haben? Ja, sicher. Ich habe durch meine Kargus-Mappe mitgebracht. Ja. Ich bekam einen Brief von einer älteren Dame, die mich in der Sportschau gesehen hatte. Ich trug da einen Pullover mit so einem Hundemotiv und die Dame hatte nun solche Hunde zu Hause und bot mir nun an, einen solchen zu schenken, um den großzuziehen. Ja. Kargus! 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 Was glauben Sie, Herr Kargus, ist das Geheimnis dafür, dass ausgerechnet Sie ein Idol sind? Ja, es ist schwer auszudrücken. Ich will es mal so sagen, vielleicht kommt es dadurch, dass ich versuche, mich auch mal mit dem Fan zu identifizieren, auch mal den Fan zu verstehen, der jetzt eine weite Reise extra macht, um sich ein HSV-Spiel anzusehen. Und ich versuche auch mal mit den Fans zu sprechen und versuche das auch dadurch auszudrücken, dass ich jetzt, wenn ich in die Westkurve komme, im Volksballstadion, den Fans mal zuwinke, um zu zeigen, dass uns auch die Fans auf den Stehplätzen nicht ganz gleichgültig sind. Ja, wenn da dann der Beifall zurückbrandet, tut Ihnen das innerlich wohl? Ach, sicher freut mich das. Ich glaube, es gibt wenige, die so eiskalte Profis sind, dass ihnen gleichgültig ist, ob sie nun Beifall oder Pfiffe ernten. Mag sein, dass der junge Mann im Tor des HSV tatsächlich noch emotionalen Bezug zum Zuschauer hat. Sozial allerdings hat er sich innerhalb kurzer Zeit um Lichtjahre von seinen Fans entfernt. Die beiden Mädchen, die ihn beim Training besucht haben, bekommen jeweils 10 Mark Taschengeld im Monat. Um sich samstags die Schülerkarte für 5 Mark leisten zu können, gehen sie jobben. Ihr Idol kassiert für ein einziges Spiel bis zu 12.000 Mark. Obwohl das luxuriöse Leben des 23-jährigen Torhüters für die Fans unerreichbar bleiben wird, preist HSV-Manager Krohn seinen Star als soziales Vorbild für die Jugend an. Krohns Leistungsideologie. Auch wenn man an den Leistungsgedanken denkt, in unserer heutigen Jugend, dann ist das eigentlich auch ganz erfreulich, dass man einen jungen Mann sich herausgegriffen hat, der Leistungen zeigt und außerdem Charaktereigenschaften hat, die sehr, sehr positiv zu bewerten sind. Im Morgengrauen auf der Autobahn zwischen Hamburg und Belgien, die HSV-Fans kommen. Es ist Mittwoch, der HSV spielt heute Abend in Brügge, UEFA Cup. Start morgens um 6.30 Uhr in Hamburg, Rückkehr am nächsten Tag morgens um 8. Hin und zurück 20 Stunden Fahrt für ein Spiel von 90 Minuten, Kosten 80 Mark. Mehr als 2000 Fans begleiten den HSV. Von Brügge